Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bus Simulator 18. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere erste, ich sag mal, richtige Strecke gefahren, aber auch noch innerhalb vom Tutorial und da befinden wir uns immer noch drin. Und wir müssen, ich schau mal eben nach, die bestehende Strecke erweitern und dann diese Strecke, also diese erweiterte Strecke fahren. Die bestehende ist die Nummer 1. Kann ich da einfach, ja, kann ich draufklicken? Das heißt, ich würde mal sagen, dass wir die wie machen wir das denn am besten? Können wir das hier irgendwie. Können wir das nicht wegmachen? Also rausziehen oder so? Gar nicht. So, das wäre dann schön, wenn mir mal einer erklären würde, wie ich das dann erweitern kann. Ach so, Moment, Route, ach, Route bearbeiten. Okay. Ach, der war gar nicht drin hier. Ja, der war gar nicht drin. Dann würde ich aber fast sagen, dass wir dann hier so runterfahren auf die Strecke und dahin noch. So, dann speichern wir das. Dann müsste hier bestehende Strecke erweitern, genau. Und dann nehmen wir Fahrt auf in dieser Strecke. Bitte nicht wieder bei Nacht. Ich möchte mal sonnig und regnerisch. Nein, will ich euch. Ich will mal einfach normal am Tag fahren. Kann man das auch? Oh ja, danke schön. Ich will einfach mal eine normale Tagstrecke haben. So, wieso gucke ich jetzt hier zurück? Ich habe keine Ahnung. Licht und so weiter ist alles an. Perfekt. Dann. Okay, da ist ein Rollstuhlfahrer mit dabei. Da müssen wir die Rampe wieder rausmachen. Guten Tag. Guten Tag. Weiß und blau. Keiner hat hier eine Fahrkarte gemacht. Hallo? So, hat er das jetzt angenommen? Hat er das angenommen, dass die Rampe reingezogen worden ist? Ich hoffe. Dankeschön. Danke, danke. Wo habe ich denn? Ja, ich glaube, die haben immer eine dabei. Ich weiß es nicht. Ach so, hier. Ich muss mir mal versuchen, die Gesichter zu merken, ganz ehrlich. Oh, fahr, Junge. Du kannst ja wohl noch einen halben Meter nach vorne fahren. Ich stehe hier wirklich wie so ein Busfahrer drin. Der Blinker wieder raus? So. Wieso bremst der jetzt hier mitten auf der Straße? Am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Fahr los! Hallo? Was macht er denn hier? Da ist kein Fußgängergang, gar nichts. Jetzt fahr, Alter. Los! Mein Gott. So. Ja, sage ich ihm in der nächsten Haltestelle Bescheid, dass er das lassen soll. Weil jetzt sind wir ja noch nicht am Ende von der Haltestelle. Ich hoffe, dass der jetzt eigentlich noch ein bisschen weiterfahren möchte. Ich glaube, der ist auch irgendwie bei mir in der Nähe, kann das sein? Ich hoffe, das ist jetzt nicht diese Strecke. Mit dem Blitzer drauf. Weil ich fahre ja immer gerne mal ein bisschen zu schnell. Auch hier. Also nicht privat jetzt nicht so, aber hier beim. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ja, das frage ich mich auch. Ich kann so nicht aussteigen. Lass mich doch erstmal anhalten. So, die Rampe. Wem muss ich jetzt gleich hier anschnauzen? Ach, das war der. Och, na gut. Natürlich, hab nichts verstanden, aber ein Einzelticket für Senioren. Gerne, gerne. Bitteschön. Ich brauche eine Fahrkarte. Die haben es doch immer passend irgendwie, die Senioren, ne? Eine Tageskarte auf Standard. Bitteschön. Der hat es natürlich nicht passend, der ist kein Senior. Danke. Denke ich zumindest. Jetzt habe ich ihnen nichts gesagt. Ey, nächstes Mal die Musik leiser machen, klar?
So. Fahrkarten. Ach nee, Moment. Ihm habe ich ja eine hier verkauft. Ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mauzi. Mauzi. Okay, sehr schön. Oh nein. Ich habe sie vergessen. Aha. Was ist das Ding in ihrer Hand? Hier, bitte. Achso, das war die Seniorin. Entschuldigung. Ja, Ihnen habe ich das Ticket verkauft. Entschuldigung. Oh, hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal... Ist die Rampe jetzt noch drin? Ach, die Rampe war noch drin. Okay. Ich wollte gerade schon sagen, warum fährt der Wagen jetzt nicht? Ich verstehe auch nicht, warum der die Rampe nicht rausmacht, wenn ich die Rampe rausmache. Ach, da ist der Sünder wieder hier. Rechts hat er gerade gestanden. Mit seiner lauten Musik hier. Rabaukenmusik. Das können wir ja gar nicht gebrauchen in unserem Bus. Hier herrscht Zucht und Ordnung. Moment, geradeaus irgendwo, ne? Haben wir hier Vorfahrt? Wir haben Vorfahrt. Okay, sehr schön. Im doppelten Sinne, weil wir sind ja auch Bus. Okay. Was? Dass Hans so etwas tun würde? Winter der Leidenschaft? Oder was stand da gerade? Hallo? Oh, Brems! So. Gucken wir mal hinten. Die gehen ja alle einfach so ohne zu bezahlen rein. Oh, das wird teuer, Leute. Das wird teuer. Hallöchen, überraschende Fahrzeugkontrolle. Fahrzeugkontrolle. Augenblick. Fahrkartenkontrolle. Sie waren, glaube ich, schon gezahlt. Ja, meine ich auch. Na klar. Ich mache das trotzdem noch mal bei allen hier. Was? Ah? Ach so. Hier. Okay. Sonst ist alles in Ordnung hier. Alles gut. Aber ich kann auch verstehen, dass normale Busfahrer da keinen... Blinkst du mal? Keine Zeit für haben. Der lässt mich durch. Sehr schön. Du hast auch schön gelernt, dass man den Bus immer durchlässt. Dankeschön. War nicht so schnell, oder? War noch okay, glaube ich. Ich weiß auch nicht, bis was ich... vielleicht bis 30 km/h oder so. Das ist meine. Hallo, das ist eine Bushaltestelle, du Affe. Mach dich weg hier. Ich mach das mal so wie die echten Busfahrer. Die drängen sich dann auch mal so auf. Arschloch, hau ab. Nein, in Wirklichkeit bin ich nicht so. Falls ihr das jetzt fragen möchtet. So, geht mal lieber alle vorne raus hier. Da habe ich einen besseren Überblick. Also, braun, rot, weiß, rot. Guten Tag, Fahrzeugkontrolle. Hier ist die Fahrkarte. Dankeschön. Hier. Die hatte ich schon. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Wie oft wollen Sie die denn? Na klar. Hier, bitte. Hier haben wir alle. Sie? Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezahlt. War das doch die andere? Bei dem hatte ich schon. Noch sehen? Okay. Jetzt fliegt ja auch noch eine Fliege vor mir herum. Geht's noch, Auto? Ich habe einen Blinker rausgehabt. Nächster Halt, Stockerplatz. So. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Ja, kenne ich. Ich bin auch ständig krank. Aber was will man machen mit einem defekten Immunsystem? Man muss es halt so nehmen, wie es kommt. Ich habe Vorfahrt. Hallo? Ja, aber der ist ja schnell genug. Das ist schon okay. Nächster Halt, Stockerplatz. So. Absolut pünktlich. Kommt mal alle hier vorne rum, bitte. Dann kann ich besser gucken. Auch wenn das euch nervt, aber... Hat das Huhn die Straße überquert? Okay, blau, Einzel, Standard 2. Danke. Gerne. Blau, weiß, weiß. Okay. Ich fand die Ziege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft etwas daneben. Sie waren das nicht hier, oder? Bitte.
Blau, hier weiß, ist die Fahrkarte. War das der Typ? Und jetzt, ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezogen. Augenblick da. Hier, bitte. Ah, erstmal den Müll entsorgen. Ja. Die sah mir so aus, als ob sie schwarz fahren würde. Ich weiß hier auch nicht. Die ich sieht so jung meine aus. Fahrkarte schon gezeigt. Okay, die anderen habe ich, glaube ich, schon alle kontrolliert. Ich bin mir nicht sicher. Aber die halten doch alle so schön an. Also ich glaube, da ist tatsächlich was dran, dass die Busfahrer immer Vorfahrt haben. Leute, ist alles frei geradeaus. Fahrt einfach. Los, wir müssen weiter. Ich habe nur noch eine Minute. Der will nach links. Und der ist nicht fähig, sich so weit nach links zu stellen, dass die anderen rechts vorbei können. Jetzt fahr, du Opa, hier. Vor dir ist alles frei. Der hat auch keinen Blinker und nix. Ich meine, wenn, dann würde er da hinten stehen, hier stehen. La 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 la. Ah, jetzt kannst du den Blinker raussetzen, oder was? Blöd, Mann. Nein, man muss das Ganze ja auch ein bisschen mit Spaß sehen. Ich würde jetzt, wenn ich Busfahrer wäre, natürlich nicht hier in der Gegend rumkutschieren und dann alle hier anrufen. So, ah, fahr, du Arsch, oder so. Das würde ich natürlich nicht machen. Ich würde aber auch mit dem Lenkrad nicht so zuppeln wie hier. Also das ist... Das war Begrenzungsstreifen. Ja, weiß ich, dass ich eine Bodenwelle überfahren habe. Ich bin ab extra runtergebremst bis, ich glaube, unter 30 sogar. Was soll ich denn sonst machen? Soll ich der Bodenwelle ausweichen? Weil da stand Bodenwelle überfahren. Ist das so schlimm, wenn ich die überfahre? Eieiei. Ist aber eine schöne Gegend hier eigentlich, muss man sagen. Wenn die die jetzt noch so ein bisschen wie The Crew 2 gemacht hätten von der Optik her, dann wäre das richtig gut. Ach, hier rechts ist auch eine. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nur die Links. Nächster Halt, Media Center Astra. Kommt mal alle vorne rein, bitte. Ich muss wissen, wer hier alles reinkommt. Moment. Ich muss meinen Hut finden. Ach, jetzt hat schon wieder eine ihren Hut verloren, oder was? Wiedersehen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Okay, lila. Eine Tageskarte kommt sofort. Danke. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Okay, ich denke mal, dass sie für den anderen dann eine holt, ne? Standard 2. Danke. Gerne. Jetzt habe ich total vergessen. Ich habe jetzt, glaube ich, nur gesagt lila, oder? Oder lila und schwarz. Klar. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ja, ja, Entschuldigung. Na klar, ihr. Wir müssen ja auch noch mal kurz nach dem Hut Ausschau halten. Aber ich habe das Gefühl, wenn die Sachen verlieren, dass ich die dann irgendwie nicht finde. Ich weiß es nicht. Hm. Ich habe Vorfahrt, Junge. Ah, das hast du sehr schön gemacht. Sehr schön angehalten. Vielen Dank. Und das von einem LKW-Fahrer. Die, warum haben sie mich nicht aussteigen lassen? Wo? Wir sind gerade erst losgefahren. Ist der doof? Wie wäre es denn, wenn er einfach mal vorher ausgestiegen wäre? Oh, halt. Ich dachte, das wäre die Vorfahrtsstraße. Ist es aber nicht. Wofür habe ich jetzt 1000 Euro bezahlt? 1113, glaube ich. Weil ich jetzt gefahren bin? Weil keiner ausgestiegen ist, oder was? Ernsthaft? Hä? Bin schneller. Oh, ich bin auf der Vorfahrtsstraße, aber hier müsste jetzt gleich da hinten kommt die Bushaltestelle. Schön aussteigen dürfen Sie vorne und hinten, damit es ein bisschen schneller geht. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Ja, es ist eine ganz tolle Serie, über die sie da alle reden. Ganz toll, ganz toll. Gucken wir nochmal eben, ob irgendeiner hier wieder mal seinen Müll hinterlassen hat. Weil ich hätte jetzt eher gedacht, obwohl, naja, gut, ist Endstation. Ja, doch, ich glaube, das machen die immer bei der Endstation. Doch, ist doch richtig. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt gedacht, dass sie das bei der Garage machen, aber... Ja, Fahrt kommt. Ich glaube, wir sind immer noch auf der Vorfahrtstraße, oder nicht? Das muss schneller gehen, Leute. Hallo? Es war die ganze Zeit frei. Wieso fahrt ihr Idioten nicht? So, ich bin Busfahrer. Ich muss nah dran. Ah, ist doch Vorfahrtstraße. Ah, okay. Der will jetzt hier rein. Aber der lässt mich irgendwie vor. Keine Ahnung. Dann fahre ich mal. Ich bin Busfahrer. Ich habe keine Zeit. Ich muss mich ja so ein bisschen daran halten, an die Vorgaben hier. Ach, ich wollte hier gerade reinfahren. Das habe ich letztes Mal auch schon gehabt bei der Strecke, ne? Da musste ich dann auch hier das Stück zurückfahren. Ah, gut. Hier haben wir Vorfahrt. Sehr schön. So. Ich hasse diese... Ja, ich wusste es doch. Irgendwo hinten komme ich dann immer noch dran. Das war klar. Ach, das ist doch doof, ganz ehrlich. Die ist schon so halbwegs offen hier. So, einmal rein. Ach so, ich hätte den... ich kann ja auch noch Z drücken übrigens. Das haben sie, glaube ich, gar nicht gesagt. Um einen Geschwindigkeitsbegrenzer reinzumachen. So. Was? Neue Gegenstände. Ah, ich habe einen neuen Bus bekommen. Setra S... 416 LE Business und eine neue Farbe. Sehr schön. Aber bitte was? Also hier Bodenschwelle zu... Achso, zu schnell überfahren. Habe ich eben nicht gelesen. Bodenschwelle überfahren. Wo ich nicht verstanden habe, warum das so gummig da stand. Gut. Ich habe runter... Also ich habe es ein bisschen zu spät gesehen. Ich habe runtergebremst auf knapp 30. War denen anscheinend immer noch zu schnell. Okay. Ignorierte Passagiere, die aussteigen wollten. Das ist natürlich Blödsinn, weil wir standen ja die ganze Zeit da und ich habe dann ja auch noch alle kontrolliert und alle haben gesessen. Keiner wollte aussteigen. Dann bin ich losgefahren und dann hat diese blöde Kuh oder dieser Typ sich da beschwert. Also das ist natürlich völliger Schwachsinn. Das kann ich hier so nicht gelten lassen. Kollision, ja, ich bin einmal anscheinend irgendwie mit dem Hinterrad oder so gegen den Böller. Ich habe keine Ahnung. Normalerweise kann man die Kurve so nehmen, aber anscheinend war die doch ein bisschen eng. Zweite Kollision sagt mir jetzt gerade gar nichts. Will ich aber nicht ausschließen. Linken Blinker angelassen beim Geradeausfahren habe ich definitiv nicht gemacht. Zweimal soll ich das angeblich gemacht haben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das habe ich nicht gemacht. Finde ich schade, dass dafür jetzt echt noch Geld abgezogen wird. Schwarzfahrgebühr, einen haben wir erwischt. Und 2000 Euro, weil ich hinten irgendwie mit dem hinteren Stück an so einen Böller gekommen bin. Wollt ihr mich denn veräppeln? Eieieiei. Ja, gucken wir uns doch mal eben den anderen Bus an. Den müssten wir jetzt auswählen können. Nee? Hä? Ist das der... Moment, Citaro K, habe ich das nicht gesagt, dass das der ist? Ich kann weitere Busse kaufen sogar. Ach so, nee, das war hier der 460er. Ich kann weitere kaufen, also ich habe den freigeschaltet, aber ich muss den kaufen, so wie es aussieht. Für 158.000, naja gut. Das ist dann so ein bisschen wie The Crew eigentlich, aber in weniger Adrenalin-mäßig.
Bis auf vielleicht die Tatsache, dass man die ganze Zeit am Motzen ist oder so. Das ist schon. Den gewählten Bus kaufen. Ja, kann ich ja nicht. Das ist ja 158. Wieso? Kann ich gern draufdrücken. Also, Oh! Ups. Jetzt habe ich den Bus gekauft und bin im Minus. Das war jetzt nicht meine Absicht. Der ist größer, oder? Doch, klar. Der vordere Teil hier, der ist größer. Ach du Schande. Da fährt sich ja nochmal ganz anders mit. Können wir aber gerne mal machen in der nächsten Folge. Das wird sicher lustig werden. Bearbeiten. Innenbereich Standard. Motiv. Definiert. Oh, da haben wir noch Werbung. Werbung. Standardwerbung? Ah, nee. Doch, Standardwerbung. Kosten 100. Einkommen habe ich keins davon. Hä? Weil ich jetzt noch keine Werbung freigeschaltet habe, oder wie? Okay. Was heißt M3? Das ist wahrscheinlich nur die Bezeichnung für die Werbung selber, nehme ich mal an. Passe das Nummernschild an. Ja, nehmen wir erstmal. Oh, da kommt doch schon mal die richtige Farbe raus. Das ist doch, aber das kostet mich auch 100. Na gut. Jetzt habe ich so viel ausgegeben. Hä? Baby Steps, beende deine erste Mission. Oh! Echt? Das war aber der Bus hier, ne? Okay. Dann. Streckenplaner. Ja, stimmt. Ah, sehr schön. Dadurch haben wir dann 130.000 dazu bekommen. Und wow, das ist ja perfekt gelaufen. Gratuliere. Ich habe mit der Stadtverwaltung gesprochen. Sie wollen, dass wir mit der Firma expandieren. Ein paar neue Leute einstellen, neue Busse anschaffen. Für unsere Bemühungen haben sie eine Provision angeboten und die Genehmigung erteilt, das Streckennetz auf die gesamte Region nördlich des Stadtzentrums auszuweiten. Klingt gut, oder? Wenn wir unser Ziel erreichen wollen, sollten wir langsam neue Busse kaufen. Auf in den Busladen. Da sollte eine kleine Auswahl zur Verfügung stehen. Ja, cool. Richtig, richtig cool. Ich lerne hier noch immer wieder was Neues. Weil, wie gesagt, privat bin ich bei Weitem nicht so weit gewesen. Da habe ich, ich habe, glaube ich, noch nicht mal 2 Stunden gespielt. Ich habe es wahrscheinlich nur 2 Stunden angehabt, weil ich habe, ja, im Vergleich so ungefähr die erste Folge habe ich privat gemacht. Vielleicht noch eine Runde mehr. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Ah, jetzt haben wir neue bekommen. Moment. Ach, geh doch mal da rein. Hallo. Hallo. Kaufe einen neuen Bus, habe ich schon gemacht. Stelle einen Fahrer ein, generiere Einkommen auf einer Strecke mit einem Fahrer. Ja, ich hoffe, die fahren nicht wie ich. Dann kommt ja gar nichts mehr rein. Transportiere mindestens 180 Passagiere. Oh, das könnte noch ein bisschen dauern. Ja, aber das sind eigentlich recht gute Ziele, die wir haben. Das ist auch cool, dass die sich immer wieder aktualisieren. Ja, da würde ich aber trotzdem sagen, dass wir hier dann erstmal einen kleinen Cut machen und bevor wir dann die neuen Fahrer einstellen in unserem Zweitbus im Endeffekt. Und ist ja logisch, deswegen muss man auch vorher erstmal den Bus kaufen. Aber das ist gut, dass man die 130.000 bekommt von der ersten Runde, wenn man das einmal durch hat. Weil vorher kann man diese Ziele ja nicht machen. Weil man dann wahrscheinlich so oder so immer genug Geld hat, dass man sich diesen Bus hätte leisten können und nicht im Minus ist. Finde ich echt eine geile Sache, muss ich sagen. Doch. Also es macht mir irgendwie von Mal zu Mal mehr Spaß. So, jetzt wartet ihr da drauf und ich sage es jetzt auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, ob ihr mehr davon sehen möchtet. Ansonsten mache ich nur das Tutorial zu Ende und dann hört das Ganze hier auf. Wenn ihr aber mehr davon sehen möchtet, dann fahre ich auch gerne noch weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.